Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Poco M6 Smartphone, ein beeindruckendes Gerät, das auf Amazon erhältlich ist. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,3 von 5 Sternen und zahlreichen positiven Rezensionen scheint dieses Smartphone ein echter Geheimtipp zu sein. Also, lasst uns direkt einsteigen und sehen, was dieses Gerät zu bieten hat. Das Poco M6 kommt mit einem 6,79 Zoll großen FHD Plus Display und einer 90 Hz Aktualisierungsrate, die für flüssige Darstellungen sorgt. Besonders hervorzuheben ist die Blaulichtreduzierung, die die Augenbelastung bei längerer Nutzung minimiert. Unter der Haube arbeitet der MediaTek Helio G91 Ultra Prozessor, der schnelle Reaktionszeiten bei komplexen Anwendungen und flüssiges Gaming ermöglicht. Die Dualkamera mit einer 108MP Hauptkamera und einer 13MP Selfie-Kamera bietet beeindruckende Foto- und Videoaufnahmen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen dank des Nachtmodus. Der 5030 mAh Akku mit 33W Fastcharge sorgt dafür, dass ihr das Smartphone schnell wieder aufladen könnt und es lange nutzen könnt. Das Design des Poco M6 ist ebenfalls ein Highlight. Mit einer eleganten Glasrückseite und einem Gewicht von nur 205 Gramm liegt es gut in der Hand. Weitere Vorteile sind der IP53-Schutz, ein seitlicher Fingerabdrucksensor, Corning Gorilla Glass und die Möglichkeit, den Speicher mit einer MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB zu erweitern. Im Lieferumfang enthalten sind das Poco M6-Gerät, ein USB-Typ-C-Stromadapter, ein USB-Typ-C-Kabel, eine Kurzanleitung, ein SIM-Auswurftool, eine Garantiekarte und Sicherheitshinweise. Nun, wie schneidet das Poco M6 im Vergleich zu ähnlichen Produkten ab? Im Vergleich zum Vorgänger, dem Poco M5, gibt es einige Verbesserungen, aber auch einige Punkte, die nicht ganz so gut sind. Einige Nutzer berichten, dass der Prozessor des M5 flüssiger arbeitet und weniger Ruckler bei Videos aufweist. Dennoch bietet das M6 viele Features, die in dieser Preisklasse untypisch sind, wie die Schnellladefunktion und die hochwertige Verarbeitung. Schauen wir uns einige Nutzerbewertungen an. Micha sagt, ein tolles Smartphone. Dominik R. meint, das Poco M6 ist preislich ein Einsteiger-Smartphone mit einigen Features, die in dieser Preisklasse eher untypisch sind. Ein weiterer Nutzer, Max, schreibt, ohne viel Geschwafel, Top-Telefon für wenig Euros. Leicht zu installieren, auch für mich, der mit solchen Dingen schnell die Nerven verliert. 100% Kaufempfehlung. Natürlich gibt es auch einige Kritikpunkte. Ein Nutzer bemängelt, dass das Smartphone mit zu vielen vorinstallierten Apps kommt, die sich nicht einfach deinstallieren lassen. Ein anderer Nutzer findet, dass der Speicher von 128 GB, von dem 27 GB bereits durch Apps belegt sind, schnell knapp werden kann. Trotz dieser kleinen Mängel scheint das Poco M6 insgesamt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Abschließend lässt sich sagen, dass das Poco M6 ein hervorragendes Einsteiger-Smartphone ist, das viele Features bietet, die man in dieser Preisklasse normalerweise nicht findet. Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen, aber leistungsstarken Smartphone seid, könnte das Poco M6 genau das Richtige für euch sein. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um es auf Amazon zu kaufen und unterstützt damit meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.